Schon zum zweiten Mal. Letztes Jahr hat er bei uns ein Digital Media Update gemacht und dieses Jahr wird er das wieder tun. Henner Fehr ist Kulturberater, Mitgründer der Start Conference und Organisator des Start Camp in Wien und er twittert unter Kulturmanager. Ich freue mich auf den Vortrag. Wir legen los mit Digital Media Update. Ja, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank auch für die Einladung und danke auch an alle, die jetzt hier sitzen und nicht Chatbots basteln. Ich würde ja eigentlich auch gerne Chatbots basteln, aber gut, das geht halt nicht. Letztes Jahr habe ich 20 Minuten bekommen, dieses Jahr schon 45. Nächstes Jahr wird es dann richtig gut, da kriege ich dann wahrscheinlich noch mehr Zeit zur Verfügung. Worum geht es in den nächsten, ich glaube, 40 Minuten, 45 Minuten? Ich würde Ihnen ganz gerne so einen Überblick verschaffen über das, was da gerade so passiert, jetzt nicht so sehr auf der gesellschaftlichen Ebene, das spielt zwar bei mir auch ganz kurz eine Rolle, aber im Grunde genommen geht es mir in den nächsten Minuten eher um die Theater und was um die Theater herum passiert. Bevor wir jetzt aber mit so Themen wie App oder Chatbot zu reden anfangen, möchte ich ganz gerne sowas vorstellen, was da so um uns herum eigentlich passiert. Ich habe in letzter Zeit verschiedene Bücher, viele Artikel im Internet gelesen. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen dieses Buch Die vierte Revolution von Luciano Floridi irgendwann mal in die Hand genommen hat. Das ist ein sehr lesenswertes Buch. Ich möchte da jetzt gar nicht sehr auf das Buch eingehen. Er hat nur eine ganz interessante Einteilung dessen, was wir da so als Zeitleiste oder auch Geschichte verstehen. Er teilt nämlich das ein, was diese Timeline ausmacht in eine sogenannte Vorgeschichte, wo IKT noch keine Rolle gespielt hat und bringt dann im nächsten Schritt das, was Gesellschaft mit IKT verbindet als Geschichte und dann die sogenannte Hypergeschichte ins Spiel. Hypergeschichte, das ist etwas, in dem wir uns als Gesellschaft hier in Deutschland, in Europa bereits befinden. Er macht das daran fest, das ist natürlich ein von ihm selbst bewähltes Kriterium, dass das BIP zumindest 70% von immateriellen Gütern, die mit Informationen zusammenhängen, getragen wird. Das finde ich eine ganz interessante Einteilung, um einfach zu zeigen, was da eigentlich passiert. Das ist insofern auch sehr interessant, wenn man das jetzt wirklich als Zeitleiste anlegen würde, dann würde man sehen, dass da über viele Jahrhunderte, Jahrtausende relativ wenig passiert ist und plötzlich explodiert da irgendwas. Das heißt, wir erleben Entwicklungen, die in dem Ausmaß frühere Generationen eigentlich nicht erlebt haben. Dirk Becker hat auch eine relativ schöne Struktur entwickelt, indem er hergeht und sagt, angefangen hat das mit der Sprache und ist dann über die Schrift zum Buchdruck gegangen, hin zu einer sogenannten digitalen Gesellschaft, die sich durch das Internet auszeichnet. Und man kann auch da noch einen Schritt weiter gehen, indem man sich nämlich anschaut, wie wir dieses Internet bedienen. Wir haben irgendwann einmal mit der Tastatur angefangen, sind dann relativ schnell zur Maus übergegangen, unterhalten uns jetzt über Sprachassistenten und ich habe gerade auf dem Flug hierher heute einen kurzen Artikel in der NZZ von Peter Gabriel gelesen. Das ist der mal bei Genesis Musik gemacht hat und sich mittlerweile mit vielen anderen Dingen beschäftigt, indem er auf diese Verbindung von Gehirn und Computern eingeht. Das heißt, unsere Gedanken werden irgendwann mal über Computer und digitale Geräte erfasst werden können. Das heißt, wir werden auch irgendwann einmal keine Sprachassistenten wie Alexa oder andere nutzen müssen, sondern wir werden das über unser Gehirn alles lenken können. Also eine Entwicklung, die ganz sicher kommen wird, die natürlich ihre Probleme verursacht. Dirk Becker hat in einem Artikel in der Zürcher Zeitung im Dezember letzten Jahres ein paar ganz interessante Sachen angedeutet, was hier für mich wichtig ist und deswegen habe ich die beiden Sätze jetzt auch hier zitiert, dass wir, wenn wir in Richtung Digitalisierung gehen, uns in einer Welt bewegen werden, je nachdem, wie man das jetzt sieht, die unser Verständnis überfordert. Das hat damit zu tun, dass wir uns, wie er sagt, in einer Medienlandschaft bewegen, die eine Welt schafft, in der wir uns
mit ihrer Hilfe orientieren. Das heißt, da ist etwas, was wir nicht verstehen und wir nutzen trotzdem aber das, was wir da vor uns sehen, dann zur Orientierung, was natürlich so ein kleines Dilemma mit sich bringt. Was heißt das für Kultureinrichtungen? Sie haben wahrscheinlich alle schon diesen Begriff der digitalen Transformation mitbekommen. Das ist ein Begriff, der im Grunde genommen gar nicht korrekt ist, weil das bedeutet nämlich, dass wir uns jetzt in irgendeinem Anfangszustand befinden und irgendwann einmal einen Punkt erreichen, wo wir dann sagen können, dieser Transformationsprozess ist abgeschlossen, nur diesen Punkt wird es wahrscheinlich nie geben. Nichtsdestotrotz ist es ein Begriff, mit dem man relativ gut arbeiten kann, weil er einfach auch hängen bleibt und weil er relativ kontrovers diskutiert werden kann und damit eigentlich was hervorruft, nämlich Konflikte, strittige Punkte, über die man reden kann und über die ja letzten Endes auch Entwicklung stattfinden kann und soll. Wenn wir uns das anschauen, was da im Augenblick passiert in digitaler Hinsicht, dann geht es natürlich nicht nur darum, dass wir jetzt als Kultureinrichtung, als Theater alle einen Facebook-Account haben und uns ab und zu auch auf Twitter bewegen, sondern diese Veränderungen werden sehr viel fundamentaler ablaufen und nicht nur unsere Kommunikation nach draußen beeinflussen, sondern Kultureinrichtungen insgesamt. Ob wir das jetzt wollen oder nicht, es wird dazu führen, dass sich die Strukturen verändern in Kultureinrichtungen, dass sich die Prozesse verändern und dass wir dementsprechend natürlich auch ganz neue Strategien entwickeln müssen. Digitale Transformation, ich habe es hier nochmal als kurze Definition aufgelistet, heißt, dass wir es hier mit Veränderungsprozessen zu tun haben, die die gesamte Gesellschaft, aber natürlich in dem Fall dann auch die Theater betreffen. Wie sieht sowas aus? Wie kann diese digitale Transformation funktionieren? Die Tate hat schon vor vielen Jahren angefangen, eine digitale Strategie zu entwickeln, die sie, das ist ihr hoch anzurechnen, auch immer öffentlich gemacht hat. Das heißt, man kann ihre Herangehensweise eigentlich immer nachverfolgen. Ich habe diese Folie hier deswegen reingenommen, weil mir A, die Überschrift sehr gut gefällt, weil ich glaube, dass das genau der Punkt ist, dass diese Digitalisierung eben nicht nur das Marketing umfasst, so wie es in vielen Theatern gehandhabt wird, dass man halt jetzt jemanden für das Thema Social Media hat und der dann die entsprechenden Kanäle bespielt, sondern da geht es eben, und dann kann ich hier weiterleiten zu dieser Grafik, die das eigentlich auch sehr schön darstellt, worum es geht, dass man nämlich ausgehend von den Abteilungen, die man hier hat, dann versucht, mit Hilfe eines Apparates, nämlich mit fixen Vorgaben, die es aber leider nicht gibt, dazu kommt, bestimmte Kriterien einzuführen, die dann das transformierte Unternehmen, in dem Fall das transformierte Theater auszeichnen. Da tauchen immer wieder so Begriffe auf, die eben gerade auch schon aufgetaucht sind. So diese Offenheit, dann der Netzwerkcharakter, das sind alles so Dinge, die, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle spielen. Was auch eine ganz wichtige Rolle spielt, ist die Frage, wie schaut es denn mit der Unternehmenskultur aus? Und ich bin vor einigen Jahren immer hergegangen und habe gesagt, wenn ihr als Kultureinrichtung das Potenzial von Social Media ausschöpfen möchtet, dann müsst ihr eure Unternehmenskultur ändern. Ich bin irgendwann einmal draufgekommen, man kann die Unternehmenskultur gar nicht direkt ändern. Die Unternehmenskultur ist etwas, was dann eigentlich sich erst da herausbildet, wenn man sich anschaut, wo man als Kultureinrichtung eigentlich ansetzen kann, wenn es um diese digitale Transformation geht. Da haben wir hier oben diese drei Bereiche, das sind so diese fixen Vorgaben, dass ich nämlich die Strukturen ändern muss, dass ich die Prozesse ändern muss und dass ich daraus andere Strategien entwickeln kann. Ich möchte das aus einem Beispiel aufzeigen, worum es da geht. Ich muss es leider aus dem Museumsbereich bringen, weil ich habe kein Beispiel aus dem Theaterbereich finden können. Museen, nein, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass Theater irgendwie hinterher sind, sondern das hat mit der Prozesshaftigkeit im Museumsbereich zu tun. Eine Ausstellung entsteht in der Regel so, dass es Kuratorinnen und Kuratoren gibt, die sich irgendwann einmal recht lange im Vorfeld und im Vorhinaus überlegen, wie eine Ausstellung konzipiert werden kann.
das Marketing, die PR wird irgendwann einmal hinzugezogen, wenn es für Sie aktuell ist. Das ist relativ kurz, bevor diese Ausstellung dann stattfindet. Vorher sind die nicht eingebunden, vorher mussten die bis jetzt auch nicht eingebunden werden. Wenn Kultureinrichtungen, in dem Fall jetzt Museen, hergehen und eine App entwickeln, dann kann es natürlich nicht sein, dass diese App 2-3 Wochen, bevor die Ausstellung stattfindet, mit Inhalten gefüllt werden, sondern das muss sehr viel früher passieren. Das ist aber jetzt, was die Prozesshaftigkeit in Museen angeht, einfach nicht vorgesehen. Das heißt, Marketing und PR erfahren, wenn es jetzt um die Bespielung einer App geht, viel zu spät davon, worum es jetzt eigentlich in der Ausstellung geht. Das hat jetzt nicht damit zu tun, dass das Marketing oder die PR keine Ahnung haben von den Inhalten, sondern sie wissen es nicht, weil sie zu dem Zeitpunkt, wo man eine App mit Inhalten rausbringen muss, einfach die notwendigen Informationen noch nicht erhalten haben. Das heißt, ein Museum muss eigentlich seine Strukturen, seine Prozesse ändern, um rechtzeitig die Kanäle zu bespielen, die man heute bespielt, wenn es um den digitalen Raum geht. Ja, das ist so ein Beispiel, das eigentlich das recht anschaulich macht, wo da die Probleme liegen. Und jetzt verstehen Sie vielleicht auch, warum ich für den Theaterbereich kein so ein Beispiel gefunden habe, einfach weil die Prozesse auch ganz anders sind. Und ich glaube, dass das im Theater so nicht wirklich das Problem ist, wie es die Museen haben. Ganz wichtig in meinen Augen, wenn wir von digitaler Transformation reden, ist das, was so intern passiert. Ich finde es falsch, wenn der ganze digitale Bereich von Praktikantinnen und Praktikanten betreut wird, die dann den Bereich Social Media betreuen, Facebook, Twitter, Instagram, jetzt seit neuestem. Und alle anderen sind froh, dass sie sich abputzen können und sagen immer, da sitzt er oder sie und bitte an die wenden. Und alle anderen wollen eigentlich nichts damit zu tun haben. Wenn Sie sich selber anschauen, wie sich Ihr Verhalten verändert durch den Einsatz von digitalen Geräten, sei es, dass Sie online irgendwas einkaufen, sei es, dass Sie, weiß ich, vielleicht sich Alexa zugelegt haben und seitdem mit Alexa kommunizieren, was im Übrigen eine sehr lustige Sache ist. Wenn Sie Kinder haben, dann wird die Sache noch lustiger. Es geht darum, wie man führt, wie offen wir sind in unserer Organisationsstruktur, was wir von oben her zulassen, wie wir kommunizieren, also Stichwort Transparenz. Mir ist es jetzt gerade aufgefallen in der vorhergehenden Diskussion, dass wir eigentlich alles tun, um diese offene Gesellschaft zu erhalten oder sie einzufordern und die internen Strukturen dem aber ganz, ganz häufig überhaupt nicht entsprechen. Ja, da sehe ich so eine gewisse Diskrepanz. Und da würde ich mir wünschen, dass wir versuchen, mit der gleichen Vehemenz diese Transparenz, diese Offenheit, diesen Abbau von Hierarchien auch in den internen Strukturen voranzutreiben. Das hat auch mit Fähigkeiten zu tun. Das heißt, da geht es auch darum, dass sich all diejenigen dann entsprechendes Wissen aneignen. Ich bekomme sehr häufig zu hören in Führungsetagen, na, dazu bin ich zu alt, das machen die jungen Kolleginnen und Kollegen. Das kann es nicht sein, ja, dass man sich abputzt und sagt, das machen die anderen, sondern da sind wirklich alle gefragt. Auch ältere Menschen können durchaus in der Lage sein, sich mit digitalen Technologien zu beschäftigen. Meine Mutter ist 85 und kriegt das zumindest in manchen Bereichen auch hin und fühlt sich da nicht unbedingt immer überfordert. Also insofern, das geht schon. Und all diese Veränderungen tragen dann dazu bei, dass sich diese Unternehmenskultur verändert. Diesen Tweet, den habe ich irgendwann mal abgespeichert, den hege und pflege ich mittlerweile, weil das in meinen Augen das relativ schön ausdrückt, was da eigentlich passiert. Ich kann die Unternehmenskultur nur dann ändern, wenn ich in all diesen Bereichen, die ich jetzt vorher gerade aufgezeigt habe, versuche, Änderungen vorzunehmen. Dadurch wird sich automatisch die Organisations-, die Unternehmenskultur verändern. Das ist so der Rahmen, das Setting, in dem wir uns als Kultureinrichtung, als Theater bewegen, wo wir Veränderungen vornehmen können. Und ich möchte jetzt im nächsten Schritt zum, ich habe es genannt, in dem Fall digitalen Raum übergehen. Ich muss gestehen, ich bin jetzt natürlich hauptsächlich in Marketing-Dingen unterwegs. Insofern sehe ich das auch ganz gerne und sehr häufig unter diesen Gesichtspunkten. Wir haben eigentlich immer versucht, Aufmerksamkeit zu erregen. Wir haben das auf diese Weise getan, das tun wir auch heute noch.
Aber wir haben natürlich im Laufe der letzten Jahre im digitalen Raum verschiedene andere Kanäle dazu gewonnen, bei denen es ganz genauso darum geht, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Hier dieses Bild als Metapher für die verschiedenen und vielen sozialen Netzwerke, mit denen wir arbeiten oder zu kämpfen haben, je nachdem, wie man es jetzt sehen mag. Was sich verändert hat, glaube ich, ist die Art und Weise, wie wir Aufmerksamkeit erzeugen. Und ich glaube, dass das gerade in der Beziehung zum Publikum, zu den Besucherinnen, Besuchern, zu den Zielgruppen, Bedarfsgruppen, wie man es auch immer nennen mag, dass in dieser Beziehung in diesem Zusammenspiel oder dem Versuch, hier Aufmerksamkeit zu erregen, eine ganz wichtige Änderung vonstatten gegangen ist. Werbung, so wie ich es eben gerade mit dieser Plakatwand gezeigt habe, versucht einfach nur eine Sichtbarkeit zu erzeugen. Man versucht einfach dahin zu gehen, wo diejenigen, die ich erreichen möchte, sind, und versucht das so flashartig hinzubekommen, dass jemand zum Beispiel ein Plakat sieht, das ihm auffällt, dass man irgendwo eine Werbung sieht, die einem auffällt, oder einen Hinweis darauf, dass da jetzt eine besonders interessante Theaterproduktion irgendwann demnächst zu sehen ist. Das wird abgelöst durch einen Versuch, Aufmerksamkeit zu erzeugen, der eigentlich auf Beziehungen aufbaut. Und das ist genau der Punkt, der, glaube ich, in den sozialen Netzwerken, vielen Kultureinrichtungen so Probleme bereitet. Es geht nicht mehr darum, dass wir Werbung machen und das dann eben einfach auch nicht mehr nur als Inserat in der Zeitung, sondern auch auf Facebook, sondern es geht um diesen Beziehungsaufbau. Im Idealfall könnte ein Theater hergehen und versuchen, jeden Einzelnen, den das Theater da in den Zuschauerraum ziehen möchte oder einladen möchte, persönlich zu kontaktieren und mit ihm oder ihr ins Gespräch zu kommen. Das geht aus Zeitgründen nicht. Ja, das ist nicht möglich, das ist uns allen klar, aber es wäre eigentlich der Idealzustand. Und wir können natürlich versuchen, das zumindest in Ansätzen hinzubekommen, indem wir einfach auf Gespräche, auf Interaktion Wert legen. Diese Interaktion heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich besonders viel Interaktion erzeuge, weil es geht da gar nicht so sehr um die Quantität. Da sind wir Facebook irgendwie auf den Leim gegangen, ja, die uns glauben machen, wir müssen möglichst viel Interaktion, möglichst viele Fans haben, damit wir besonders erfolgreich sind, weil diesen Zusammenhang, ich habe viel Interaktion, viele Fans und es kommen viele Leute in mein Theater, den gibt es einfach nicht. Ja, keine Studie dieser Welt besagt, dass viel Interaktion auf einer Facebook-Seite dazu führt, dass mein Theaterraum voll ist. Das stimmt einfach nicht. Insofern geht es da oft gar nicht darum, dass man viel mit anderen kommuniziert, sondern ich glaube, es geht darum, wie man mit anderen kommuniziert. Es geht um Wertschätzung, es geht um so Kommunikation auf einer gleichberechtigten Ebene. Das heißt, nicht ich als Theater erkläre euch die Welt, sondern wir haben gemeinsam ein Thema und meine Sichtweise aus künstlerischer Sicht ist die, und was ist deine Sichtweise zu diesem Thema? Also so würde ich das eigentlich angehen und so würde ich mir das wünschen. Diese Grundidee des gemeinsamen Austausches, die war wie so Netzwerke wie Facebook und Twitter vor ungefähr 10 Jahren entstanden sind, glaube ich, auch das, was uns, die wir damals sich mit dem Thema beschäftigt haben, auch so ein bisschen angetrieben hat. Der Thomas Pleil, der sich in Darmstadt eine Professur für Online-Kommunikation hat, hat das so schön als eine Utopie beschrieben. Ich würde sagen, wir haben uns vor 10 Jahren, wie wir über das Thema Social Media gesprochen haben, vor allen Dingen auf das Social bezogen. Ja, Social jetzt nicht im Sinne von, ich tue irgendwas Soziales, sondern dieses Miteinander. Und wenn ich mir das heute anschaue, dann reden wir über das Marketing. Ja, wenn ich Workshops mache, dann geht es nicht mehr um die Frage, wie kommunizieren wir miteinander, sondern wie platziere ich möglichst erfolgreich irgendeine Werbung auf Facebook. Ja, das ist was anderes, da hat sich was verändert. Wir müssen das anerkennen. Es bietet jetzt gerade aus Marketing-Sicht natürlich manche Vorteile, weil ich versuche einfach auf Datenbasis möglichst viele Leute möglichst geschickt anzusprechen und zu erreichen. Aber es ist eigentlich nicht das, was wir uns vor 10 Jahren erwartet und erhofft haben, als so Netzwerke wie Facebook und Twitter aufgekommen sind.
Was sich auch verändert hat und was das vielleicht auch ausdrückt, diese Veränderung oder dieses Weggehen vom Social und das Hinwenden zum Marketing, das sind diese zwei Zahlen, die ich hier bringen möchte. Das sind die Prozentzahlen, die aufzeigen, wie viele Fans man durchschnittlich statistisch gesehen, und zwar weltweit, mit seiner Facebook-Seite erreicht. Diese erste Zahl, diese 2%, bedeutet, ich erreiche, wenn ich kein Geld in die Hand nehme, durchschnittlich 2% meiner Fans einer Facebook-Seite. Ja, das ist, geht natürlich in ganz unterschiedliche Richtungen. Wenn ich eine ganz kleine Facebook-Seite habe, dann erreiche ich sehr viel mehr. Und je größer die Seite ist, sprich je mehr Fans sie hat, desto niedriger wird dieser Prozentsatz. Interessant ist die Reichweite insgesamt von so Facebook-Seiten. Da sehen wir, das sind dann plötzlich 10% und nicht mehr 2%. Das heißt, dass wir davon ausgehen können, dass die meisten derer, die so eine Facebook-Seite betreiben, einfach mittlerweile Geld in die Hand nehmen. Ja, das ist der Hebel, den heute viele verwenden. Das heißt, eigentlich funktioniert Marketing heute sehr ähnlich so, wie es früher auch funktioniert hat, dass nämlich derjenige, der besonders viel Geld zur Verfügung hat, einfach auch sich die entsprechende Reichweite erkaufen kann. Ja, das ist das, was wir uns gerade am Anfang eigentlich nicht so vorgestellt haben, weil die Grundidee eigentlich war, in den sozialen Netzwerken haben auf der Basis von guten Inhalten gerade auch die Kleinen eine Chance. Ja, das wird eigentlich durch diese Entwicklung zumindest eingeschränkt, beziehungsweise wenn man es brutal ausdrücken wird oder möchte, zunichte gemacht. Was in den letzten 12 Monaten passiert ist, ist auch eine sehr interessante Sache. Da stellen wir nämlich fest, dass die ganzen Messenger-Apps die sozialen Netzwerke überholen. Es gibt da immer sehr viele eher hämische Überschriften und Kommentare, dass das Wachstum bei Facebook nachlässt, dass also nicht mehr so viele Neuanmeldungen über die Bühne gehen. Ich glaube, dass irgendwann einmal der Zeitpunkt kommen wird, wo wir relativ traurig darüber sind, dass die Leute nicht mehr zu Facebook gehen, weil aus Marketing-Sicht bedeutet das nämlich, dass wir diesen Multiplikatoreffekt verlieren, den wir in den sozialen Netzwerken ja trotz alledem haben, auf Twitter mehr wie auf Facebook, und dass wir vor allen Dingen gar nicht mehr die Möglichkeit haben, diese multilateralen Kontakte zu pflegen. Das heißt, ich kann ja nur noch bilateral in diesen Messenger-Systemen kommunizieren. Und was natürlich zumindest heute, aktueller Stand, nicht möglich ist, das ist das entsprechende Zahlenmaterial. Ja, so mangelhaft die Statistiken, die mir Facebook und Twitter zur Verfügung stellen, sind, ich kann zumindest bestimmte Dinge feststellen. In dem Messenger-System kann ich das nicht. Wenn Sie diesen URL-Shortener Bitly verwenden, ich weiß nicht, wer von Ihnen den verwendet, und Sie sich da anmelden und dann immer schauen, woher die Klicks kommen. Da gibt es seit ein paar Monaten neben Facebook und Twitter noch eine dritte Kategorie, die nennt sich Dark Traffic. Ja, das klingt irgendwie so nach einem tollen Film, aber da handelt es sich eigentlich nur um die Kommunikation in den Messenger-Systemen, wobei man jetzt gar nicht genau weiß, ob das wirklich nur Messenger-Systeme sind. Ich vermute, dass man da auch die Kommunikation und das Weiterleiten von Links über E-Mail, über Newsletter ganz genauso einschließt. Ja, aber es ist für uns eigentlich nicht mehr greifbar. Also die Daten, die ja eigentlich relativ wichtig sind, die immer wichtiger werden, die gehen uns dadurch verloren, und das ist eigentlich etwas, was uns zu denken geben sollte. Und ich habe das jetzt selber vorhin unten in der Session, wo es ums Bloggen ging, gemerkt. Wenn man sich dann mit so Messenger-Systemen beschäftigt wie WhatsApp, da ist es relativ schwer, irgendein gutes Konzept, irgendeine gute Idee zu entwickeln, um dann auch wirklich an die ranzukommen, an die man rankommen möchte, einfach weil ich auch aus rechtlichen Gründen nicht einfach jeden ansprechen kann. Das heißt, ich bin da einfach relativ eingeschränkt. Ähm,
Es ist natürlich jetzt nicht so, dass die großen Unternehmen, die sich mit Kommunikation in den sozialen Netzwerken und den Messenger-Systemen beschäftigen, aus dem Grund sagen, okay, dann geht das halt nicht mehr und dann beenden wir die Arbeit. Facebook ist da vor ein paar Wochen vorgeprescht mit dem Thema Chatbots und seitdem schießen die Chatbots aus den Messenger-Systemen hervor. Es gibt mittlerweile auch im Kulturbereich so ein paar Beispiele. Ich habe hier eins mitgebracht, nein, ich habe zwei mitgebracht. Das eine ist hier das Podium Esslingen, das ist ein Musiktheaterfestival. Die versuchen über die Messenger-Systeme die Leute darüber zu informieren, welche Karten oder welche Konzerte eigentlich für sie interessant sein könnten. Ja, das heißt, sie haben da so viel, verschiedene Kategorien gewählt. Da geht es jetzt nicht darum, ob das 18., 19. oder 20. Jahrhundert ist, sondern sie haben es versucht, so ein bisschen über die Befindlichkeit, die eigene Befindlichkeit anzulegen und machen dann dementsprechende Konzertangebote. Das Chatbots zeichnen sich dadurch aus, dass sie relativ leicht zu erstellen sind, was die Technik angeht. Also es gibt so Plattformen, da kann man die sich ohne Programmierkenntnisse ganz leicht zusammenstellen. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Programmieren aus und kriege es auch hin. Die große Herausforderung ist aber, was steht in diesen Chatbots, was kommunizieren die? Und da wird die Sache schon schwieriger. Das ist hier so ein Beispiel, wo ich sage, ja, das ist okay. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir dann immer die Frage, warum kann das nicht eine normale Webseite auch? Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Must-Have, sondern das ist irgendwie nur so ein erstes Aufzeigen, was mit Chatbots möglich ist. Ich bringe noch ein zweites Beispiel. Das ist eine Entwicklerin aus Wien, die hat so ein Chatbot entwickelt. Da können Sie in der Kommunikation über den Messenger bestimmte Bilder hochladen und dieser Chatbot sagt Ihnen dann, was das für ein Bild ist. Funktioniert allerdings nur so 18., 19. Jahrhundert. Weiter ist der, glaube ich, noch nicht programmiert. Also bei Chile bin ich dann gescheitert, da hat der Chatbot nichts mehr gewusst. Aber in der Wirtschaft wird sowas durchaus verwendet und ich muss sagen, dass mir das zum Teil ganz gut gefällt und auch als eine brauchbare Lösung erscheint. Ich glaube, es funktioniert immer dann, wenn es um standardisierte Abläufe geht. Also es gibt ein schönes Beispiel, Fluggesellschaft KLM und Chatbots. KLM bietet Ihnen die Möglichkeit, über so einen Messenger ein Flugticket zu bestellen und auch dann gleich das Boarding vorzunehmen. Mir ist es in der letzten Zeit immer wieder mal passiert, dass ich versucht habe, den Web-Check-In über die Webseite bei der, nein, ich sage jetzt nicht, wer es war, auf der Webseite der Fluggesellschaft zu machen und bin da immer gescheitert, musste dann zum Telefonhörer greifen und da musste die Dame am anderen Ende der Leitung erst raussuchen, wo ich da gerade hängen geblieben bin, um mir dann immer zu sagen, ich muss jetzt nochmal von vorne anfangen und das ist halt eine relativ mühsame Sache gewesen und mittlerweile scheue ich mich schon fast, das online zu machen. So ein Chatbot ist natürlich eine ganz interessante Geschichte, weil dann läuft dieser Prozess automatisiert ab und wenn irgendwas schief geht, dann sitzt halt auch wirklich jemand dahinter und kann dann eingreifen. Dann muss der oder die aber nicht das Suchen anfangen, sondern man ist dann gleich an dem Punkt, wo das Problem aufgetreten ist und kommt dann hoffentlich schneller weiter, um dann das hinzubekommen, was sich der User, der da die Kommunikation begonnen hat, dann auch wirklich erwartet. Ich habe hier die Frage gestellt, ob Chatbots eine Alternative zur App sind. Ganz ehrlich, ich kann die Frage heute noch nicht beantworten. Sie wird sehr häufig gestellt und man geht sehr häufig her und sagt, das ist die App, genauso wie der Messenger plötzlich der neue Browser sein soll. Ich weiß es nicht und ich habe vor kurzem einen Blogbeitrag geschrieben und mich mit dem Thema App beschäftigt, weil es ja immer heißt, man muss auch als Kultureinrichtung unbedingt eine App haben. Das ist die tägliche Durchschnittszeit, die US-Bürger im mobilen Web verbringen. Ja, ich bin mir darüber im Klaren, dass man das jetzt nicht eins zu eins auf den deutschsprachigen Raum übertragen kann, aber von der Tendenz her, überprüfen Sie es bei sich selber, wird es nicht so ganz falsch sein. Da geht es nämlich darum, wie viel Zeit, wenn wir unsere mobilen Endgeräte nutzen, verbringen wir mit Apps und wie viel Zeit verbringen wir im mobilen Web, also nutzen wir die Browser in den mobilen Endgeräten. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, die sprechen eine sehr eindeutige Sprache und wenn es danach geht,
dann ist die Antwort eigentlich ganz klar, wir brauchen eine App. Ja, das würde bedeuten, wenn wir jetzt auf die App verzichten, dass wir immer weniger über die Desktop-Lösungen erreichen, also über die Webseite. Wir erreichen aber auch immer weniger über die mobile Webseite, weil da wird sehr wenig Zeit drin verbracht mit Browsen. Das, was am häufigsten genutzt wird, ist die App. Jetzt haben wir nur ein Problem. Die Zahl der genutzten Apps sinkt nämlich seit einiger Zeit. Und auch das merken Sie vermutlich an Ihrem eigenen Verhalten. Die Bereitschaft, einfach mal so eine App runterzuladen und die auszuprobieren, die ist A, gesunken. Und B, hat sich die Bereitschaft erhöht, Apps, so sie nicht irgendwie wirklich einen Mehrwert erfüllen, verschwinden relativ schnell von unseren Geräten. Ja, und das Problem ist, wenn man sich dann so die Apps anschaut, dass das hauptsächlich Apps sind von den Großen, gerade Google und Facebook sind da relativ geschickt. Und wenn wir jetzt diese Zahl von 20, 21 Apps, die pro Monat genutzt werden, anschauen und uns dann überlegen, welche Apps da wirklich relevant sind, dann ist es vermutlich so, dass da Apps von Kultureinrichtungen nicht vorkommen. Frage an Sie, wer von Ihnen hat denn 2 oder 3 Apps aus dem Kulturbereich auf seinen Geräten? Ja, genau das habe ich gemeint. Ja, aber wir erwarten gleichzeitig, dass diejenigen, die sich fürs Theater, für Museum interessieren, alle unsere Apps runterladen. Ja, das ist genau der Haken an der Sache. Insofern glaube ich, wenn wir jetzt so diese klassischen Apps haben, über die wir versuchen, genau das zu kommunizieren, was wir bis jetzt auch über die Webseite kommuniziert haben, dann werden wir ein Problem bekommen. Ich glaube, dass Apps sehr wohl einen Sinn machen können, aber wir müssen, glaube ich, ganz andere Ansätze finden. Ich bin da bei der Nina Simon fündig geworden. Die hat schon vor vielen Jahren sich mit dem Thema Partizipation im Museumsbereich beschäftigt. Und die ist hergegangen und hat hier ein ganz interessantes Modell entwickelt, bei dem es jetzt kurz gesagt und vereinfacht gesagt darum geht, ich möchte nicht als Kultureinrichtung mit den Besucherinnen und Besuchern kommunizieren, sondern das Ziel muss eigentlich sein, wenn ich die an mich binden möchte, dass die miteinander kommunizieren. Das funktioniert wunderbar im Softwarebereich. Softwareunternehmen gehen mittlerweile nicht mehr her und leisten Hilfestellung, wenn es um irgendwelche Softwareprobleme geht, sondern die richten Foren ein, wo sich die Userinnen und User selber unterstützen können, gegenseitig unterstützen können und entsprechend dann auch noch Anreize bieten, dass man jemanden unterstützt. Und das ist etwas, was ganz wunderbar funktioniert. Das heißt, wir sollten uns solche Ansätze, wie man diejenigen, die sich für meine Themen interessieren, miteinander ins Tun oder ins Kommunizieren bringt. Oder, und das wäre eine zweite Möglichkeit, dass wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass jede Kultureinrichtung eine eigene App hat, sondern dass wir so übergreifende Apps haben. Das ist hier so ein Beispiel, Ticketgrätchen, das kommt aus Wien, die einfach hergehen und eine App entwickelt haben, über die ich mittlerweile immer mehr Theatertickets in Wien und in den angrenzenden Bundesländern buchen kann. Ja, das ist eine Sache, wo ich sage, das macht für mich Sinn. Das Ding ist vor allen Dingen auch in dem Fall schon relativ lange auf meiner App und ich nutze es auch relativ gerne, weil ich da relativ unkompliziert an Theatertickets komme und nicht auf jeder Theaterwebsite schauen muss, wie ist denn da jetzt der Modus, um an meine Tickets zu kommen. Chatbots, Apps, grundsätzlich ist immer die Frage, was liefere ich da eigentlich für Inhalte? Und da geht es dann um so Themen wie Content-Strategien, Content-Marketing. Bevor ich mich mit dem Thema Inhalte auseinandersetze, muss ich ein paar Dinge abgeklärt haben. Ich muss zum einen wissen, wer ist es eigentlich, den ich da ansprechen möchte. Ich finde es schön, wenn Kultureinrichtungen sagen, ich möchte alle Kulturinteressierten zwischen 20 und 80 erreichen. Das ist auch völlig korrekt. Also, nein, ich finde das korrekt. Das Problem ist nur, ich kann nicht für die 20- und die 80-Jährigen ein und die gleiche Kampagne fahren. Das funktioniert nicht, weil die 20-Jährigen haben andere Interessen wie die 80-Jährigen. Deswegen kann man auch unterschiedliche Formate, unterschiedliche Kanäle nutzen. Also wenn Sie die ganz jungen Generationen erwischen wollen, dann werden Sie wahrscheinlich im Augenblick am besten auf Instagram fahren.
auf Facebook, wenn es wirklich stimmt, mittlerweile die Älteren am besten erreichen. Aber lassen wir das jetzt mal dahingestellt. Der erste und wichtigste Schritt ist eigentlich, dass wir uns ganz konkret überlegen, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun. Und ich arbeite da mittlerweile ganz gerne und ich glaube auch gar nicht so ganz erfolglos mit diesem Persona-Prinzip. Das heißt, man setzt sich hin und entwickelt wirklich fiktive Charaktere. Ich schaue mir wirklich an, wer ist das, was tun die, wo sind die geboren, wo kommen die her, und wenn es dann um digitale Geschichten geht, überlege ich mir, was nutzen die für Geräte, was machen die mit den Geräten, um sie dann auch wirklich so halbwegs da abzuholen, wo sie sind. Das könnte zum Beispiel bedeuten, jetzt auch in Bezug auf Apps, wenn ich es häufig mit Wochenend-Städteurlaubern zu tun habe, dass in meiner App nicht nur die Inhalte meiner Produktionen zu sehen sind oder meiner Ausstellungen, Theateraufführung, sondern dass ich vielleicht auch integriert habe, die Möglichkeit, gleich einen Fahrschein zu kaufen, um dann zum Theater oder zum Museum zu kommen. Das ist der eine Punkt. Wer ist es, mit dem ich mich da beschäftigen möchte? Und das zweite ist die sogenannte Customer Journey. Wie sieht dieser Weg aus, den jemand einschlägt, um zu mir zu kommen? Das ist ein mehrstufiger Prozess. Zum Teil wird er nicht komplett durchlaufen, aber das sind so die wichtigsten Stationen. Fängt an beim Thema, aha, da gibt es ein Theater, das ist ja interessant, was machen die eigentlich? Da sehen Sie dann hier auch mögliche Kanäle, die dafür in Frage kommen, und endet dann beim Thema Advocacy, also ich möchte weiter verbreiten, dass ich gestern Abend eine gute Theaterinszenierung gesehen habe, und nutze dafür entweder die gute alte Mundpropaganda, dass ich nämlich irgendjemand erzähle, ich war da gestern und es war super, oder ich nutze eben, das kennen Sie wahrscheinlich alle, die sozialen Netzwerke, das Social Web, Facebook, Instagram, Twitter etc. Also diesen Weg mal abzubilden, das ist eine sehr spannende Sache. Ich sage Ihnen gleich, man kann vermutlich, weil die Datenbasis in der Regel fehlt, da nicht hergehen und sagen, bei uns ist es so, sondern man muss es einfach ausprobieren und man muss es versuchen, im Laufe der Zeit herauszufinden. Der nächste Schritt ist, dass ich mir überlege, an welchen dieser Touchpoints, ob das jetzt der Newsletter ist, ob das die Webseite ist, ob das eine App ist oder vielleicht auch der Twitter-Kanal, brauche ich welche Inhalte? Und auch dafür ist es ganz gut zu wissen, welche Bedürfnisse da eigentlich an diesen einzelnen Punkten befriedigt werden können. Und ich habe bei Mirko Lange so einen ganz interessanten Ansatz gefunden, der einfach versucht hat, das mal so ein bisschen aufzuschlüsseln. Da geht es nämlich auf der funktionalen Ebene, also da, wo es um Fakten, um Informationen geht, um Informationen, wenn es um kurzfristige Dinge geht, und um Wissen und Reflexion, wenn es um Langfristigkeit geht. Ja? Also Ausstellungskataloge, Programmhefte, vor allen Dingen, wie sie es früher gegeben haben, die haben vermutlich den Anspruch gehabt, Wissen weiterzugeben. Ja, die Informationen finde ich auf der Webseite, dass ich nämlich weiß, was gibt es heute Abend zu sehen, wann geht es los, wo kriege ich die Karten, wo kann ich mein Auto parken. Das ist Information. Und dann haben wir noch die emotionale Ebene, die häufig unterschätzt wird. Viele wollen ins Theater, um sich zu unterhalten. Wenn man die Theaterseite fragt, dann glauben die Theater meistens, dass die Leute über irgendwas nachdenken wollen oder sich Wissen aneignen möchten. Nein, viele oder die meisten wollen sich unterhalten, wobei das jetzt in meinen Augen schon wichtig ist, es sollte auch beides möglich sein. Ja? Also ich würde jetzt nicht sagen, entweder oder, sondern man kann da beides mit reinnehmen. Das heißt, fürs kurzfristig, nämlich den Abend verbringen, gute Unterhaltung, die mich aber trotzdem anregt, mich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen. Und langfristig gesehen natürlich der Versuch, eine emotionale Bindung herzustellen. Da fallen dann so Begriffe wie Community Building, dass ich mir überlege, wie schaffe ich das denn, die Leute langfristig an mich zu binden? Und zwar jetzt schon eher so auf Basis der Werte und nicht, weil es besonders günstig ist, 5 Theatervorstellungen zu besuchen und nicht nur immer eine einzelne. Ganz wichtiger Punkt, wie bringe ich das rüber? Das ist dann das Thema Storytelling. Vorhin ist auch so der Punkt angesprochen worden, dass uns die Ideen so ein bisschen fehlen. Ich glaube nicht, dass die Ideen fehlen, ich glaube nur, dass wir sie nicht in der Lage sind, richtig zu formulieren oder vielleicht auch schon so resignierend aufgegeben haben, sie zu erzählen, weil wir wissen, es ist eh kein Geld da. Storytelling ist da ein ganz interessanter Punkt, weil Geschichten treffen
uns auf der emotionalen Ebene. Die holen uns auf der emotionalen Ebene ab. Und es sind genau die Geschichten, die uns im Endeffekt begeistern und die dann dazu führen, dass wir uns aufraffen und eine Theaterproduktion anschauen. Also es geht nicht darum, dass wir uns auf mechanische Art und Weise überlegen, wie der Mensch fliegen kann, sondern das, was uns begeistert, ist eher die Geschichte von Daedalus und Ikarus. Ja, so möchte ich das verstanden wissen. Und die letzte und nicht ganz unwichtige Frage in dem Zusammenhang besteht dann darin, dass ich mir überlegen muss, jetzt habe ich also für die ganzen Touchpoints, für meine Facebook-Seite, für meinen Blog, für meine Webseite die entsprechenden Inhalte gefunden. Wie finden mich jetzt die Userinnen und User? Ja, und da gibt es eigentlich zwei große Themenfelder, über die man jetzt auch wieder 45 Minuten jeweils reden könnte. Das eine ist die Suchmaschinenoptimierung, das andere ist das, was Sie vermutlich alle kennen, Social Media. Ja, beschäftigen Sie sich bitte, die meisten Kultureinrichtungen machen es bis jetzt entweder gar nicht oder sehr rudimentär, mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung. Sie müssen da jetzt keine großen Spezialkurse belegen, sondern die meisten von Ihnen haben vermutlich Ihre Webseite mit Google Analytics verbunden. Gehen Sie da mal her und schauen Sie sich das einfach an und erstarren Sie nicht vor Schrecken, wenn Sie sehen, ganz viele Leute sind zum ersten Mal da und die Zahl derer, die zum zweiten, dritten oder vierten Mal kommen, hält sich ganz stark in Grenzen. Das ist völlig logisch, weil ganz ehrlich, welche Theaterseite besuchen Sie jeden zweiten Tag? Wahrscheinlich keine, macht auch keinen Sinn. Insofern sind das Zahlen, die zwar ganz interessant sind, die aber eigentlich nicht entscheidend sind. Entscheidend ist, auf welcher Seite steigt jemand ein, welche Seite besucht jemand und wo springt wieder jemand ab. Ja, und wenn Sie jetzt aus Marketing-Sicht Ihre Seite angelegt haben, dann sollte eigentlich jemand da aussteigen, wo er dann sein Ticket davor gekauft hat. Ja, das wäre eigentlich so der interessante Weg. Social Media, wie gesagt, habe ich vorhin schon angedeutet, die Zeit, wo man irgendwie so virtuell miteinander kuschelt, scheint vorbei zu sein. Das heißt, Sie müssen da mindestens genauso viel Geld in die Hand nehmen wie auf den klassischen Kanälen. Probieren Sie die bezahlte Werbung auf Facebook aus, probieren Sie das auf Google aus. Es funktioniert im Vergleich zu den anderen Bezahlvarianten eigentlich noch relativ gut. Das kann sich aber in der nächsten Zeit auch noch ändern. Worüber wir jetzt noch nicht geredet haben, das lasse ich jetzt außen vor, das ist zum einen der ganze Bereich mit den Sprachassistenzen, Alexa hier stellvertretend. Konzentrieren Sie sich in der nächsten Zeit oder beschäftigen Sie sich mit dem Audioformat. Ja, das ist das, was demnächst kommen wird, in noch viel größerem Ausmaß. Also wenn man jetzt mit Alexa spielt, ist das noch eine sehr bescheidene Geschichte, aber das ist das, was demnächst kommen wird. Das heißt, die Herausforderung besteht für uns als Kultureinrichtung darin, in die Wohnzimmer, nämlich da, wo diese Sprachassistenten stehen, reinzukommen. Ja, auf welche Art und Weise, das werden wir sehen. Und das Zweite, die virtuelle Welt, die brauche ich jetzt hier nicht anzusprechen, weil die sehen Sie da auf der gegenüberliegenden Seite hautnah. Womit ich am Ende wäre. Danke. Fragen. Glaube ich, gibt es irgendwo ein Mikrofon? Ah, danke. Gibt es Fragen? Ja, so sehr okay. Ich habe eine ganz einfache Frage und zwar, wie können denn die Messenger im Marketing eingesetzt werden? Ich verstehe das Prinzip nämlich gar nicht, weil das ist ja eigentlich eine geschlossene Gruppe meiner Kontakte oder beziehungsweise fremder Kontakte, so wie ich es kenne jetzt privat, da lasse ich ja gar keinen rein. Naja, man kann es eigentlich so ähnlich wie die E-Mail verwenden. Ja, also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann verkaufen wir über die Newsletter, über die E-Mail immer noch besser wie über die sozialen Netzwerke. Und bis jetzt wird noch nicht über die Messenger-Systeme verkauft, insofern können wir das jetzt noch nicht wirklich beantworten. Aber von der Funktionsweise sind sie eigentlich ähnlich. Es ist diese bilaterale Kommunikation,
die nur funktioniert, wenn jemand ganz bewusst gesagt hat, ich kontaktiere jetzt dieses Theater in dem Fall. Ja, weil wir dürfen als Theater nicht einfach wahllos Leute ansprechen. Das heißt, da muss ein grundsätzliches Interesse vorhanden sein. Und wenn ich es dann schaffe, jemanden dazu zu bringen, dass er sagt, entweder ich melde mich dann für den Newsletter an oder ich könnte zum Beispiel auch einfach so ein Chatbot dafür verwenden, dass einfach alle zwei Wochen das Programm oder jede Woche das Programm kommuniziert wird und in der Regel vor allen Dingen die Jüngeren eher in den Messenger reinschauen wie in die Mailbox, dann könnte das sehr wohl ein Ansatz sein. Ja, ob das dann wirklich funktioniert mit, ich kaufe dann auch gleich im Messenger, das wird die Zukunft weisen. Aber jetzt nochmal so vom Prinzip her glaube ich, dass das genauso funktioniert, was halt verloren geht, das ist dieser Multiplikatoreffekt. Das haben wir dann nicht mehr. Ja, also Sie haben es ja gerade eigentlich schon gesagt, dass der Multiplikatoreffekt verloren geht. Das Problem ist ja eigentlich, dass viele, also dass dem Theater viele Besucher eigentlich auch fehlen. Also es gibt viele Nicht-Besuchergruppen und diese zu mobilisieren ist ja auch irgendwie ein Ziel oder sollte ein Ziel des Theaters sein. Und das kann ja über den Messenger, und ich glaube, darauf ging die Frage auch vielleicht ein bisschen hinaus, kann ja dadurch irgendwie nicht stattfinden. Nein. Weil, wie gesagt, es wird niemand in diesen Raum reingelassen. Ich glaube, so darf man nicht denken. Das ist, glaube ich, in meinen Augen auch nachvollziehbarer Fehler, dass wir uns auf die Kanäle und auf die Formate konzentrieren und hergehen und sagen, wir müssen jetzt Instagram machen, wir müssen jetzt Messenger machen, weil alle machen es. Genauso wie wir jetzt hergehen und wahrscheinlich alle Chatbots basteln. Ja? Ich muss mir eine andere Frage stellen, nämlich was will ich eigentlich erreichen, was will ich kommunizieren, und dann darf ich erst die Frage stellen, welcher Kanal ist der richtige. Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, ein Chatbot bringt mir gar nichts oder eine App bringt mir gar nichts oder der Messenger bringt mir auch nichts, ja, dann ist es auch gut. Ja, aber es ist, ich meine, ich verstehe das natürlich, man möchte ja überall dabei sein und ausprobieren, aber es ist auch eine Gefahr, dass man sofort hergeht und sagt, ich probiere jetzt einen Messenger aus und der muss funktionieren. Ja, man kann damit experimentieren, aber ich wäre da immer sehr vorsichtig, dass man von den Tools und Kanälen ausgeht und sagt, so und jetzt muss ich da aber wirklich Geld damit machen oder mehr Besucher in mein Theater bringen. Das wird nicht funktionieren. Das war schon bei Facebook so, ja, dass wir alle geglaubt haben, wenn wir auf Facebook möglichst viel kommunizieren und interagieren, dann haben wir volles Haus. Stimmt bis heute nicht. Noch eine einzige, letzte Frage und dann gehen wir in die Mittagspause. Da ist noch eine Frage? Ja, eben. Okay. Ich habe mir das jetzt alles irgendwie mal so angehört und ich denke, dass gewisse Teile, also das sehe ich halt irgendwie nicht so richtig. Also wenn Sie sagen, dass die Apps auf den Handys immer weniger werden, also da gehe ich komplett mit. Und ich denke, das wird auch noch mehr werden. Und wenn ich jetzt daran denke, jetzt langzeitlich darüber nachdenke, wie kann ich jetzt meine Einrichtung oder mein Kulturhaus irgendwie publik machen, mich darauf zu konzentrieren, ob ich jetzt eine App oder die Internetseite investiere oder sowas, dann sehe ich das eher weniger, sondern ich sehe es eher, dass es immer übergeordneter sein wird in Zukunft. Also es wird weniger geben. Also das Internet, man sagt ja auch, das Internet stirbt, weil wir uns in der Regel nicht mehr auf so vielen Seiten ja auch bewegen. Also gehe ich doch lieber hin und korrespondiere dann, wie mit dieser einen App, die Sie haben, wo ich Tickets kaufen kann direkt. Also ich habe die und die Vorstellung, denn ich hole die Leute emotional ja auch ab. Also ja. Auf der einen Seite, dass ich halt sage, okay, was mache ich heute Abend? Ich möchte heute Abend was Schönes erleben und gucke in diesen übergeordneten Apps nach, was passiert denn heute Abend eigentlich? So, heute ja. Abend möchte ich losgehen. Also es ist doch viel interessanter dann zu sagen, okay, ich investiere in übergeordneten Institutionen, als zu sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie Google Analytics mit meiner eigenen Internetseite. Ich denke, es wird nicht mehr um die eigene Internetseite gehen. Es wird auch nicht wirklich um die eigene Facebook-Seite gehen oder die eigene App oder sonst was, sondern es wird immer darum gehen, was sagt oder wie werde ich repräsentiert durch eine dritte Institution. Und mit denen muss ich eigentlich spielen. Das ist meine Wahrnehmung zumindest. Ja. Also, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, es gibt jetzt diese Sprachsteuerung, also wie Alexa oder Google oder sonst was, dann ist es genau das,
wo es hingehen wird. Also ich gehe gar nicht mehr auf die Internetseite oder sonst was, sondern ich kommuniziere, ey Alexa, was passiert denn heute Abend? Du Alexa, ich habe nächste Woche, da kommt meine Frau, ich habe gerade meine Termine gescheckt, was geht denn da am Wochenende? Und es ist dann gar nicht mehr so, dass ich da direkt kommuniziere, sondern über eine dritte Person. So, das ist der eine Weg. Den anderen Weg, den ich sehe, ist, dass wenn ich ein kleines Haus bin zum Beispiel, dass ich dann halt nicht sage, Internetseite bla bla bla, sondern ich bin nicht mehr das Haus, sondern ich bin die Community. Was haltet ihr da und davon? Also den direkten Kommunikation, gerade wenn ich ein kleineres Feld nur habe, dass ich mich da transparent mache und ich spiele mit euch. Also ich brauche für die Vorstellung, möchte ich gerne das und das machen, habt ihr da Ideen? Also dass ich die mit ins Boot hole und über die emotionale Ebene die Leute abgreife. Weil nur so, glaube ich, also da geht's hin, transparenter, kleiner, Community stärker und natürlich dann über die dritte Person. Also das ist meine Wahrnehmung. Ich glaube, dass es eher dahin geht. Ich sehe das so ähnlich, ja. Also ich glaube auch, dass es diese übergeordnete Ebene ist und dass wir aber gleichzeitig eben das, was ich eingangs gesagt habe, diese Beziehungen aufbauen müssen. Ja, und ich vermute, dass sich da gerade kleine Kultureinrichtungen eher leichter tun, weil große einfach neutraler nach außen kommunizieren. Bei kleinen Kultureinrichtungen weiß ich immer sofort, wer sitzt da am anderen Ende. Das heißt, also dieser direkte Kontakt, der ist ganz wichtig. Ich glaube auch, wenn es so um den Überblick geht, was kann ich in 3 Tagen machen, dann sind die übergeordneten Seiten ganz wichtig. Das sehe ich ja heute schon bei Google. Ja? Wenn ich Google und Theater eingebe, dann bekomme ich sofort aufgelistet, wo kann ich heute Abend hier in Berlin ins Theater gehen. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem immer noch so, wenn wir 2 Möglichkeiten heute Abend haben, irgendwo hinzugehen, dann entscheiden wir uns trotzdem immer noch für die, wo wir irgendeinen Bezug dazu haben. Also ich merke das bei mir, wenn ich 2 Möglichkeiten habe, dann gehe ich oft dahin, wo ich den oder die Künstlerin oder irgendjemand, der da involviert ist, besser kenne. Dann sind wir wieder bei der Beziehung und ich glaube, es ist dieses Wechselspiel. Also es sind ja eigentlich 2 Pole und wir müssen ausloten, was ist für uns wichtiger, was ist für uns weniger wichtig. Wenn ich, weiß ich, hier die große Oper bin und viel auswärtiges Publikum habe, dann muss ich eigentlich diese Variante mit den Dritten bevorzugt spielen. Wenn ich jetzt aber eher ein kleines Theater hier bin, dann muss ich vermutlich mehr auf die Community setzen. Also das muss man wirklich ausloten, aber Sie haben völlig recht, das sind genau die beiden Pole, um die es geht. Ich schieb mich jetzt mal rein. Wir haben gelernt, die Zeit des Kuschelns ist vorbei. Wir müssen Geld in die Hand nehmen, aber die Zeit des Essens ist gekommen. Und das ist gut. Ist in der Tat kostenlos. Und um 15 Uhr geht es hier weiter im großen Saal mit der Diskussion, wie bei uns Breaking News Theater wird, mit einer Produktion der Münchner Kammerspiele. Christian Hennerfer, wunderbarer Vortrag. Vielen Dank für den Instruktor. Danke.